CDU und SPD waren offenbar die ersten, die von der überraschenden Kunde erfuhren. Der gemeinsame kurzfristig eingereichte Antrag zeugte davon, 41% statt 43% Kreisumlage. Heißt, die Kommunen müssen weniger Geld an den Kreis abtreten als bislang erwartet. Nun also plötzlich doch. Noch im Haushaltsausschuss war das vom Kämmerer wegen eigener Finanznöte ausgeschlossen worden. Selbst die Antragsteller zeigen sich überrascht. Wir haben jetzt einen Vorschlag der Verwaltung, 8,6 Millionen Euro im laufenden Haushalt einzusparen, die Kreditaufnahme nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Und dabei wird vermittelt, dass es vornehmlich daran liegt, dass man viele Sachen, die man 2024 geplant hatte, so vielleicht gar nicht umsetzen kann. Das ist verwunderlich, denn die Hauptverwaltungsbeamten der Kreisangehörigen und Kommunen haben genau das nachgefragt und schon relativ zeitig nachgefragt innerhalb der Haushaltsdiskussion. Warum die 41%? Weil darauf haben eigentlich die Kommunen vertraut. Das ist kein Überbietungswettbewerb hier mit der Linken oder mit sonst wem, sondern das ist der Wert, auf den die Verwaltungen in den einzelnen Kommunen vertraut haben und auf dessen Grundlage die Haushalte beschlossen wurden. Und warum auch dieser erst jetzt eingereicht wurde, muss man auch ehrlich gestehen. Wir hatten erst letzte Woche eine Haushaltssitzung mit den Hauptverwaltungsbeamten und auch generell hat erst im Anschluss danach zumindest meine Fraktion getagt und ich denke auch die SPD und vielleicht auch andere erst in diesen Zeiträumen. Ich war ja auch bei dem Haushaltsausschuss dabei und konnte so ein bisschen den Ausführungen von beiden Seiten folgen. Und ich fand das schon sehr interessant, dass natürlich der Landkreis seine finanzielle Leistungsfähigkeit darstellen will, aber uns auch die Verwaltungen in den Kommunen dargestellt haben, dass sie selber ihre Leistungsfähigkeit auf Dauer nicht erhalten können, wenn so der Haushalt beschlossen wird. Ein echter Paukenschlag, denn noch kurz vor der Sitzung hatte der Kreis auf 43% gepocht. Für weniger gäbe es keinen finanziellen Spielraum, hieß es. Besonders kurios, die 41% liegen nun sogar noch unter der niedrigsten Forderung von 41,5%. Das hatten unter anderem Grüne und Linke gefordert, wohl auch deswegen gibt es nicht nur Freude. Abgesehen davon, dass ich es ungewöhnlich finde, dass die Verwaltung hier nicht mit einer Stimme spricht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen und gebe ich hier zu Protokoll, dass es doch nicht sein kann, dass man uns Kreistagsabgeordnete im Vorfeld dieser Abstimmung zu verstehen gibt, ihr dürft eigentlich an den 43% nichts ändern. Und jetzt ist es sogar laut Landrätin offensichtlich möglich, die Kreisumlage auf 41% zu senken. Das ist ein Vorgang, den ich in meinen 10 Jahren Zugehörigkeit zu diesem Kreistag so noch nicht erlebt habe und der mich sehr irritiert. Tatsächlich haben wir uns monatelang über den Haushalt unterhalten, teilweise gestritten, am Ende ein Ergebnis gehabt. Und wenn ich es genau betrachte, haben wir in einer vergleichsweise politischen Situation nicht eine einzige Anmerkung dazu, nicht eine einzige Stellungnahme dazu von unserer Landrätin bekommen. Und das finde ich eigentlich bedauerlich. 5,8 Millionen Euro muss der Kreis nun einsparen. Unter anderem CDU, SPD und FDP wollten dafür den Rotstift auch beim Personal ansetzen. Die Linke sieht das kritisch. Das heißt, wir sollten uns jetzt mit dem Punkt, was der Konsolidierungsdruck betrifft, eben Deckungsquelle Personalkosten, dann auch mal überlegen, was wir für ein Signal hier dann jetzt auch in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Hauses geben. Sorge um die Gehälter und die ihnen zustehenden planmäßigen Höherstufungen und Beförderungen im öffentlichen Dienst der Kreisverwaltung. Und das trotz großer Anstrengungen der Mitarbeiterinnen heute und in den letzten Jahren, wo gefühlt, und wir alle haben es mitgemacht, eine Krise die nächste jagt. Corona, Waldbrände, Ukraine-Krieg, Unterbringung von Geflüchteten. Das sieht auch der Kreis und schließt Kürzungen beim Personal aus. Es müssen diverse Projekte dran glauben oder werden zeitlich aufgeschoben. Die Grünen kritisieren den Zeitplan. Eigentlich sind wir schon sehr spät mit der Verabschiedung des Haushalts dran. Zu spät. Dass der Kreishaushalt und damit auch die Kreisumlage erst Ende Februar beschlossen wird, ist weder für die Gemeinden noch für die Städte noch für den Landkreis von Vorteil. Für die Gemeinden bedeutet es Unsicherheit, wenn sie auf der Einnahmenseite nicht wissen, ob die Kreisumlage 39% oder 43% betragen wird. Auch der Kreis kann keine Investitionen beginnen, wenn der Haushalt nicht steht. Die AfD sieht in der Last-Minute-Einigung in Sachen Kreisumlage vor allem ein Wahlkampfmanöver. Da kann man sagen, schön, dass Wahljahr ist. Man hätte noch darauf warten können, wenn die 39,5 stellt. Wichtig ist aber, dass wir hier heute zu einer Einigung kommen. Unsere Fraktion stimmt den 41% auch zu. Eigene Einsparvorschläge gibt es dann auch noch, inklusive dem AfD-Lieblingsthema, dem umstrittenen geplanten Umzug der Förderschule in Großschulzendorf.
nämlich einfach den Standort zu renovieren, auszubauen, sodass er weiterhin bedarfsgerecht genutzt werden kann. Der Standortvorteil spricht für sich und somit können selbst in Zukunft Investitionen anders gelagert werden und anders investiert werden, zum Wohle der Kinder selbstverständlich. Am Ende übt sich auch der zeitweise gescholtene Kämmerer Johannes Ferdinand teilweise in Selbstkritik. Natürlich ist in Klammern fast alles möglich, aber nicht gleichzeitig. Und das ist der springende Punkt und das ist auch der Kritikpunkt irgendwo an dem ersten Antrag, dass man die Kreisverwaltung mit der Senkung der Kreisumlage im Grunde dann im Stich gelassen hat und hat gesagt, seht zu, wo er das Geld herbekommt. Der große Fauxpas, den wir begangen haben, war, dass wir eben einfach den Haushalt nicht pünktlich eingebracht haben und wir deswegen Erwartungen in den Kommunen geweckt haben, die wir nachher wieder einkassieren mussten. Das ist ein echter Fehler, keine Frage, und dazu bekennen wir uns auch. Wenn Sie erwarten, dass es jetzt eine Liste ohne Opfer gibt, die gibt es nie. Der Landkreis hat sich etwas dabei gedacht, als er seine Zahlen zusammengestellt hat. Heißt, die gesenkte Kreisumlage hat ihren Preis. Und Politik und Verwaltung in Teltow-Fleming suchen weiter nach einem effizienten Weg im alljährlichen Ringen um die Kreisumlage.